Schönen guten Morgen allerseits. Also die finale Etappe steht heute an. Wir haben eigentlich allerfeinstes Radlerwetter. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf jeden Kilometer Richtung Heimat und genießen gleich die Ruttalfähre. Das wird schön, das wird ein Spaß. Ja, zu der Nacht sage ich nichts. Wir fahren einfach los und vergessen den Ort. Gab es schon vor, was weiß ich, 1000 Jahren. Und dann haben die sich ihr Reich geschaffen. Das ist wieder die Entdeckung der Langsamkeit. Die Ruhrtalfähre. Schade, wieder kein Glück, wieder kein Pin. Wir kommen wieder. Heute ist doch unser Glückstag. Hier sieht man ihn. Den Pin der Ruhrtalfähre geht an Opa Lutz. Yes! Ja, der Captain persönlich hat uns den Pin noch gegeben. Ich bin voll zufrieden. Hat Seltenheitswert. Auch das kann der Ruhrtalradweg. Auch das. Meeresrauschen. Liebe Freunde, das war's. Der Ruhrtalradweg. Wir haben den Ruhrtalradweg in Steele verlassen und sind die Gruger Heißentrasse Richtung Rüttenscheid gefahren und hier endet unsere Tour mit vielen, vielen Erlebnissen. Ja, die muss ich erstmal verarbeiten. Mir hat Spaß gemacht. Es war nicht immer ein Genuss, das gebe ich zu. Aber die Erfahrungen sind unbezahlbar. Ich kann auch nur empfehlen, fahrt vielleicht nicht unbedingt die ganze Strecke ab Fröndenberg. Beginnt das Genuss- und Heimatradeln, da wird es sehr, sehr angenehm. Uneingeschränkte Empfehlung bis mindestens Mülheim Wasserbahnhof. Ja, den Rest werde ich sicherlich auch nochmal machen von Mülheim bis Duisburg. Vorerst sage ich Tschüss, vielen Dank für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Und dann wünsche ich euch viel Spaß vielleicht bei der ein oder anderen Etappe. Bis dann, ciao.